Bastelt euch einen schönen und einfachen Weihnachtsbaum-Adventskalender zum selber befüllen und aufstellen. Und wenn aufgestellt, macht der Adventskalender einen richtig schönen Eindruck. Die Vorlage ist wunderschön, man kann sie nämlich selber gestalten, so wie man sie am liebsten mag, mit Buntstiften, Filzstiften oder. Und natürlich kann man die Weihnachtsbäume mit Geschenken befüllen. Die Druckvorlage beinhaltet 6 Weihnachtsbäume zum Basteln und Ausmalen in Schwarz-Weiß und 6 Weihnachtsbäume in Bunt mit Weihnachtsbaumschmuck zum Ausschneiden und Basteln. Wenn ihr euch für die Druckvorlage zum Ausmalen entscheidet, dann könnt ihr sie einfach ausdrucken und mit den Farben ausmalen, die ihr am liebsten mögt. Einen schönen Look erzielt man, wenn man dunkle und helle Farben vermischt. Zum Beispiel hell und dunkelgrün. Man kann auch eine Mischtechnik anwenden und die Weihnachtsbäume mit Markern und mit Buntstiften ausmalen. Wir nehmen grünliche Marker, um große Flächen auszumalen. Den Weihnachtsbaumschmuck malen wir mit Buntstiften aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier und da noch ein paar kleine Details anbringen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und benutzt die Farben, die ihr rumliegen habt. Wenn man noch mehr Bastelmaterial zur Verfügung hat, dann kann man die Weihnachtsbäume zusätzlich dekorieren, zum Beispiel mit Glitzer oder Dekoperlen. Und so sehen unsere ausgemalten Weihnachtsbäume aus. Und wenn ihr die 6 Bäume 4-mal ausdruckt, dann habt ihr 24 Bäume, natürlich zum Ausmalen und Basteln. Apropos Basteln, natürlich zeigen wir euch, wie ihr die Weihnachtsbäume zusammenbasteln könnt. Wenn ihr das Ganze etwas schneller machen wollt, dann legt ihr euch 3 bis 4 Blätter aufeinander, heftet sie mit Büroklammern und schneidet dann die Vorlagen so aus. Und so habt ihr gleich 3 oder 4 Weihnachtsbäume auf einmal ausgeschnitten. Ihr könnt euch aber auch Zeit lassen und jede einzelne Vorlage von Hand ausschneiden. Dann werden die Weihnachtsbäume zusammengefaltet, und zwar den gestrichelten Linien nach. Die Laschen nicht vergessen. Und mit Hilfe von Klebstoff die Weihnachtsbäume zusammenbasteln. Die Weihnachtsbäume könnt ihr auch mit den selbstgemachten Tobi-Lotta-Kleber basteln. Das Video dazu findet ihr auf der Homepage. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Stift verwenden, um die Klebstelle etwas anzudrücken, damit das Ganze etwas besser hält. Denselben Schritt mit allen Weihnachtsbäumen wiederholen. Dann nehmt ihr euch die Badges, die gibt's einmal farbig und einmal in Schwarz-Weiß zum Ausmalen, und schneidet sie der Linie entlang aus. Die Badges werden der gestrichelten Linie entlang einmal gefaltet, so dass sie schön aufeinander liegen. Und dann schneidet man die einzelnen Badges einmal aus. Wenn man das in dieser Technik macht, hat man gleich 2 auf einmal ausgeschnitten. Die Badges klebt man einfach oben am Weihnachtsbaum an. Wie gesagt, und wenn man die Vorlage 4-mal ausdruckt, dann hat man 24 schöne und niedliche Adventskalenderbäume zum Basteln und Aufstellen, die man nach Lust und Laune befüllen kann. Der oder diejenige wird sich bestimmt über die Geschenke freuen. Bastelt euch einen schönen und einfachen Weihnachtsbaum-Adventskalender zum selber befüllen und aufstellen. Und wenn aufgestellt, macht der Adventskalender einen richtig schönen Eindruck.
Die Vorlage ist wunderschön. Man kann sie nämlich selber gestalten. So wie man sie am liebsten mag. Mit Buntstiften, Filzstiften oder. Und natürlich kann man die Weihnachtsbäume mit Geschenken befüllen. Die Vorlage gibt es wie immer im Tobi Lotta Bastelshop. Tobi Lotta, CH.